Ihnen jetzt, wie genial einfach es ist, nach längerer Pause unsere Maschine wieder in Betrieb zu nehmen. Dafür die Maschine öffnen und im allerersten Step einmal den Stromstecker ziehen. Der befindet sich hier hinten an der Automatenwand. Stromstecker einfach runterhängen lassen. Im zweiten Step zeige ich Ihnen, wie wir das Wasser, welches sich hier im Wassertank befindet, entfernen. Das ist äußerst wichtig, weil das Wasser bei uns in der Klicksmaschine dauerhaft erhitzt wird und nach längerer Nichtnutzung muss es einmal abgelassen werden. Und dafür ist es wichtig, dass wir hier vorne die Sicherheitsklemme, die sich am grauen Schlauch befindet und hier in unserem Beispiel geöffnet ist, dass wir die einmal schließen. Die Klemme ist jetzt geschlossen und ich kann den grauen Schlauch jetzt aus der Halterung nehmen. Dieser hat hier vorne in den meisten Fällen noch einen Sicherheitspropfen. Und bevor ich jetzt das Wasser ablasse, ist es wichtig, dass sich in der Maschine ein leerer Eimer befindet, den wir jetzt mit Wasser füllen können. Dafür einmal den Propfen entfernen, hier vorne in die Trommel der Maschine einfügen und unsere Sicherheitsklemme lösen. Jetzt läuft das ganze Wasser, welches sich hier im Tank befindet, einmal in den Eimer. Nachdem das Wasser jetzt komplett aus dem Tank entleert ist, werden wir den ganzen Vorgang einmal retour machen. Und wir beginnen mit dem Schließen der Sicherheitsklemme, entnehmen den Schlauch und fügen ihn wieder in die Halterung rein. Jetzt den Sicherheitspropfen wieder oben drauf. Und dadurch, dass die Maschine immer noch vom Strom genommen ist, können wir mit der gefahrlosen Reinigung beginnen. Und für die Reinigung bei jedem Befüllen als auch dem wöchentlichen Besuch finden wir in jedem von unseren Klicksautomaten eine bebilderte Anleitung dafür. Nachdem Sie die Maschine gründlich nach unserer Reinigungsanleitung gereinigt haben und den leeren Eimer wieder eingefügt haben, würde ich Sie bitten, Produkte, die länger als 4 Wochen nicht genutzt worden sind, einmal auf ihre Qualität zu überprüfen. Man sieht hier an diesem Beispiel, dass das Produkt im Inneren leicht klumpig ist. Ich würde empfehlen, diese Produktstange jetzt zu entfernen und gegen eine neue zu ersetzen. Sobald das vollzogen ist, würde ich im allerletzten Step einmal die Maschine wieder an den Strom bringen und dafür den Stromstecker wieder ganz fest in die Rückwand des Automaten einfügen. Die Türe schließen und die letzten Schritte passieren ganz automatisch und können bis zu 20 Minuten dauern. Danach ist Ihre Maschine wieder in Betrieb und Sie können die neuen Klicksprodukte wieder genießen. Bei Geräten mit Kaltwasserfunktion ist es wichtig, dass wir die Kühlung im Inneren der Maschine ausreichend durchspülen. Die Kühlung befindet sich hier hinten und durch Drücken dieses weißen Schalters, dauerhaftes Drücken, füllt sich dieser Eimer einmal voll. Ich simuliere das einmal. Dieser Vorgang kann ca. 30 Sekunden dauern. Und ich würde Ihnen empfehlen, den Vorgang mehrmals zu wiederholen, bis der Eimer gefüllt ist.